Hallo meine lieben Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia The Two Thrones mit Big Pauli. Ja, meine lieben Freunde, es geht wieder weiter. Und wir verwandeln uns instant mal in den Sandgeist. Der Sandgeist hat übrigens eine ganz... Der Sandgeist hat übrigens eine ganz andere Methode, jemanden zu speedkillen. Er wirkt ja einfach mit seiner Klingenkette. Wunderbar. Haben wir nicht schon genug zu tun? Ach was, man kann auch nie genug zu tun haben. Alter, das habe ich nicht ge... Den Befehl dafür habe ich nicht gegeben. Mein Gott, sind die Nervensägen. So. Dieser Wagen sollte uns heimbringen. Aber dieses Märchen ist noch nicht zu Ende. Ich hab das doch schon auf dem allerniedrigsten Stand, der geht. Warum kann das nicht einfach flüssig weiterlaufen? Bist du sicher, dass du das Ding lenken kannst? Hoffen wir's! Wenn ich versage, ist es aus mit uns! Der Prinz! Haltet ihn auf! Und so war der Prinz erneut auf der Heimreise. Er war erfüllt von dem Gedanken, das Schwert der Gerechtigkeit auf den Visier niederfahren zu lassen.
Das ist eine meiner Lieblingsstellen im Spiel, diese Streitwagenrennen. Sei wachsam! Tut mir leid, da kommen wir echt durch. Nach rechts! Nach links! Das war gut, Prinz. Doch nehme ich an, dass es unabsichtlich geschah. Das war knapp. Hinter diese Säule. Geschafft. Halte die Pferde an. Los. Komm schon. Und der Streitwagen ist angekommen. Die einst so lebendigen Straßen von Babylon boten ein trauriges Bild. Die Bewohner waren tot oder geflohen. Wer geblieben war, litt tausend Qualen. Gefangen, gefoltert und verwandelt. Aber das bemerkte der Prinz nicht. So versessen jagte er den Visier. Jetzt sind wir nicht mehr in der Vorstadt. Jetzt sind wir schon... Ich bin beeindruckt. Oh, gut. Eure Meinung ist mir wirklich wichtig. Ist das etwa der Dank für deinen Lebensretter? Erstens, ich verdanke euch nicht mein Leben. Zweitens, seid ihr kein Mann, sondern eine Stimme ohne Körper. Ein Geist. Und drittens, ich bat euch nicht um Hilfe, denn ich brauche sie nicht. Auch wenn ich deine Kühnheit bewundere, etwas mehr Respekt wäre angebracht. Und ihr solltet lieber still sein. Ihr lenkt mich ab. Wir sind nicht länger allein. Soll ich hier fort? Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weitererzählen. Warum tut ihr das? Wir haben nichts Böses getan. Spar dir dein Gejammer für andere auf. Ich sollte etwas unternehmen. Geh nur. Der Tod erwartet dich. Denen wird es recht sein. Warum ich nur recht mit dem Zeitverschwendung. Ja, wenn du ein Problem damit hast, diese ausgebrannte Hütte zu bewachen, dann werde ich dich mit Freude umbringen.
Arena! Nein! Nein, nicht dorthin! Mist, zu früh. Irgendetwas geht da unten vor sich. Was es auch ist, es geht weiter, bis du den Visier besiegt hast. Du kannst diesen Menschen nicht helfen. Dann beeilen wir uns. Die beiden werden schon mal down. Ihr habt 100 Sandkredite gewonnen. Ich sollte wirklich langsam mal gelernt haben, dass das Betreten von Sandportalen immer nur Scherereien bedeutet. Danke. Und das sind die unfairsten Gegner im gesamten Spiel. Vorsicht! Diese Kreaturen ernähren sich von Sand. Töte sie, bevor sie dir noch mehr nehmen. Die saugen einem nämlich den Sand ab, wie er schon sagte, der Sandgeist. Und ich finde, es gibt nichts Unfaireres als Monster, die einem den Sand der Zeit abziehen. Ihr habt 10 Sandkredite gesammelt. Bisher habe ich dieses Spiel übrigens in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal geschafft durchzuspielen. Wo geht's hier weiter? Das wäre jetzt wirklich mal gut zu wissen. Fällt mir gerade nichts Besseres ein.
das ist, glaube ich, sogar der richtige Weg. Prinz, schnell zum Palast und hol dir deinen Thron. Ich bin so schnell es geht. Soll ich mir Flügel wachsen lassen und fliegen? Träumen kann man immer. Ja, träumen kann man wirklich immer. Ich würde auch gerne mal gerade ausspringen können. Verteidiger leben. Die Stadt ist noch nicht gefallen. Vielleicht weit. Soll ich nächstes Mal? Ja. Eine gute Stelle, um mein Vater mal unter ihm zu erzählen. Träumen kann man immer, Prinz. Wer ist da? Ihr habt mich beschützt. Zeigt euch und mein Dank sei euch gewiss. Seltsam. Ich frage mich... Nein, es ist töricht, so etwas zu denken. Na? Wisst ihr, wer das war? Da könnt ihr auch mal raten. Wenn ihr Zeit habt, erzähle ich weiter. Und an dieser Stelle mache ich wieder einmal einen Cut. Es war mir wieder eine Freude, euch als meine Zuschauer zu haben. Like das Video, falls ihr es noch nicht getan habt. Abonniert mich, falls ihr es noch nicht getan habt. Schreibt Kommentare, falls ihr es noch nicht getan habt. Klickt auf das Glockensymbol neben dem Abonnieren-Button, falls ihr es noch nicht getan habt. Falls ihr mich schon abonniert habt, damit ihr keines meiner Videos mehr verpasst. Das war's für heute von Big Pauli. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.